Bevor das Video beginnt, möchte ich noch etwas Kleines sagen, dass wir am 17.11.2021 ein Livestream ab 12 Uhr machen. Und jetzt noch viel Spaß mit dem Video. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Swarm Wars. Und heute werden wir uns, wie im Titel gelesen haben, schnell so weit Rüstung holen, weil Diamant. Er trägt heutzutage noch Diamant. Ganz ehrlich, der 1.S16 ist schon lange da. So weit habe ich bisher noch nicht so oft gefahren. Aber eigentlich sehr leicht. Wir brauchen nämlich nur Wolle für unsere Methode. Und der gute Pickaxe und der gute Pickaxe haben wir ja im Stream. Letztens. Ich sag mit Absicht letztens, weil ich wirklich letztens erst war. Nicht jetzt am Sonntag, nee, am Samstag war es. Und heute ist schon Montag. Machen wir gar nicht. So, da haben wir meine Rüstung. Die ziehen wir jetzt dann gleich auch an. Da wegen dem Wasser da unten nicht. Jetzt. Ja, ich habe jetzt Kupfer gefarmt. Offcam, Eisen gefarmt mit meiner Picke. Und wir haben gemacht, dass die Flüche alle entfernt werden dürfen mit Cheat. Und dann habe ich hier noch, wartet, ein bisschen Kohle gefarmt. Ich habe ja auch Lack drauf, beziehungsweise Fortschritt. Aber nichtsdestotrotz werden die heute erstmal das machen. Ich habe schon mal zufällig offcam hier eine Werkbank geholt. Das haben wir schon Ewigkeiten, aber halt sage ich auch noch mal, ich habe hier sehr viel Wolle. Es kommt immer mehr Wolle dazu, also ist unendlich Wolle. Da brauchen wir noch 3 Stacks Holz, aber ich habe wenig Holz, aber ich nehme das billigste Holz. Ganz ehrlich, ich nutze dieses Holz gar nicht, und wenn ich es brauche, dann kann ich nämlich ganz gleich ansehen. Oh, und eine Doppel-Chest oder eine Dreifach. Und übrigens, bevor wir starten, möchte ich euch mal mitteilen, sagen, wir haben bald 20 Abonnenten gemacht, wir haben 19 von 20 und außerdem Artikel Schutz, also Ancient the Beast, sind wir am öftesten, also auf Höhe 15, wenn wir die Bettenmethode machen, ansonsten auf Höhe 11, aber also ich habe im Internet nachgegoogelt, ich weiß, was ich da rede. Und ich finde, dass hier auch die Magma-Blöcke ist. Und Lachen. Warte, können wir doch theoretisch eigentlich als Laternen nutzen. Und Explosion, der hat sich, schon bevor ich das Video machen konnte hier, hat er sich einfach schon Netherite gekürt und ich bin nicht gestorben und werde ich jetzt hier Level 43 oder so. Ich bin schon hier 15. Der Graben ist schon etwas länger gegangen. Hier nochmal als Information, dass es hier runter geht, dass wir das mal etwas normal sind. Dann würde ich ein bisschen hier lang. Ich hab ganz kurz gedacht, dass ich die Werkbank vergessen habe. Wo kommt dann? Ja. So, das ist ein kleiner Raum. Da können wir endlich mal so reinlagern. Und von allem. Die Werkbank hier aufstellen, da kommt dann alles mögliche Schutt rein, aber ich würde sagen, wir kaufen uns erstmal ein paar Betten. Hi! Nein, bitte lass mich am Leben. Und bitte nehmen wir auch nichts raus, okay? So, und übrigens, so, und dann machen wir so Taktiken, nur versuchen, nicht schlafen zu legen. Dann brennt hier alles in guter Rüstung und werden garantiert tot. Also müssen wir da super aufpassen. Ich hätte folgen sehen. Aber egal, wir kommen in so einen riesigen Raum, da könnte antiker Schutt drin sein. Es ist übrigens auf Englisch übersetzt. Ancient Debris. Und keine Sorge, Ancient Debris kann nicht durch Explosionen zerstört werden und auch nicht in Lava verbrennen. Weil auch nicht verbrennen. Deswegen ist es voll ein cooler Ding. Deswegen können unsere Sachen, was wir dann alle gefarmt haben, auch nicht in Verbrennung sterben. Das bedeutet wiederum, dass wir nicht verbrennen können,
Und da wir sowieso Mods drin haben, wo das eigentlich unmöglich ist, Sachen zu verbrennen, nur die spawnen können, ist es uns sowieso schon geboten. Aber trotzdem ist sie noch super OP und die hat Rückstoß wie das Handstand und die ist irgendwo ein aggressiver Enderman, der aggressiv komischerweise auf mich ist, auch wenn ich eigentlich hier gar nichts tue. Schaut, wir haben schon Ende der Bruce gefunden. Wie cool ist das denn? Ich könnte maximal, wenn ich mich recht erinnere, 4er Vorkommen, 1er Vorkommen ist es am öftesten und immer so weiter aufgestuft. Ja, ganz ehrlich. Explosion hat schon eine Netherite Picke. Also, wie viel hast du schon gefunden? Viel hat er gefunden. Viel Zeug. So, natürlich wieder mit Abstand. Jetzt muss ich wieder um einen Block mehr, oder? Warum wird immer da, wo ich stehen? Ohne diese coole Rüstung. Reparatur auch am einigen wären wir längst gestorben. Das sage ich euch schon mal, weil wir hier auf schwer springen. Ich habe es davor einfach nicht gesehen. Ich habe einfach hier F5 Perspektive gedrückt, weil ich auch versehentlich mal F5 gedrückt habe zweimal. Habe einfach das gefunden. Wie cool ist das denn? Außerdem hier. Wie viel? So Leute, wir waren im Nether und wir haben jetzt 27 Antikenschutt herausgeholt. Hier haben wir noch Kohle drin. Habe ich hier noch irgendwas gebraten? Ja, habe ich. Kann ich hier einsortieren. Und ich würde sagen, ich lasse es brennen und wir sehen uns nach einem kleinen Cut. Habt ihr alles aus dem Ofen genommen? Craften wir so, hier wird es schon vorgeschlagen, aber ich zeige es euch nochmal. So und so macht ihr einen Barren, aber ich mache jetzt alles zum Barren, weil ich es kann. Okay, so ein Netherite Barren und damit können wir jetzt unsere Rüstung krasser machen, aber ich mache erstmal mein Schwert. Meine Hose. Meine Brustplatte. Mein Helm. Meine Federfallstiefel. Und zu guter Letzt noch. Geht nicht. Diese coole, mega geile Pickaxe. Warum? Weil ich es kann, kann ich dann bei Leon SK angeben. Ich würde sagen, ich schlag ihn schnell ein und dann. Ja. Was ist denn? Schau mal. Schau auf mich. Ey! Halt ihn an! Ich bin jetzt full Netherwart. Halt ihn an! Er hat dich geschlagen! Und was noch? Da habe ich hier noch mein Schwert aus Netherwart. Und dann hier noch meine Picke. Ich war nämlich gerade voll im Netter. Nein. Ja, und da habe ich noch meine Picke. Ey, Leo, kannst du aufhören, auf meine Maus zu lang? So, was machen wir, kein Bruder. Also, Mia. So, Leute, das war's im Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine positive Bewertung da. Das war jetzt weniger unspektakulär und wieder mal kurz. Ich gebe mir mal Mühe, dass es wieder etwas kürzer ist, dass ich jetzt nicht so lange Videos mal immer mache, weil alle anderen Videos gehen 20 Minuten lang. 20! Okay, dafür haben wir aber sehr viel auch geschafft. Also, heute haben wir auch sehr viel geschafft. Wir haben jetzt eine Full Netherite-Rüstung. Wie cool ist das denn? Also, ganz ehrlich. Ja, ich würde sagen, ciao!